Der Wettergott verlangt Verzicht und Selbstentsagung. Der Wettergott droht damit, das Klima zu vergiften. Das kaputte Klima macht arm und krank und unglücklich, und das Unglück ist ein böser Geist. Der Mensch der klimakonformen Demokratie ist ein Asket, ein Entsager, ein Sannyasi, ein Heiliger, ein Märtyrer, der das Fleisch unterdrückt, die Begierden, der sich alles verbietet, was nicht dem nackten Lebensunterhalt dient, der auf jede Speise verzichtet, die nicht zur Erhaltung des Körpers unentbehrlich notwendig ist, denn die Herstellung der meisten Nahrungs- und Genussmittel ist fast immer mit dem tiefen Elend ausgebeuteter Menschen verknüpft, mit Tierquälerei, mit Umweltzerstörung, mit CO2-Freisetzung. Der Asket bekümmert sich nicht um das ewige Leben seines Fleisches, sondern um die Überwindung der Begierden, die von Übel sind, weil sie Energie verbrauchen. Wir sind, sagt Mahatma Gandhi von der Lebensgemeinschaft seines Ashrams, eine Schar demütiger, unvollkommener, strebender, die sich ihrer Fehler bewusst sind, die sich bemühen, sie noch besser zu erkennen und die den heißen Wunsch hegen, für die Wahrheit zu leben und zu sterben. Die Askese als ein Verzicht auf alle irdischen Güter und Freuden dient nicht der eigenen Erlösung. Es ist keine Selbstkasteiung, um in den Himmel zu kommen, sondern die Befreiung des Ich, des Egoismus, des Egozentrismus, das sich frei in allen anderen Egos wiederfindet, weil es nicht mehr eingeschlossen ist in das Leben eines Einzelmenschen. Es gibt kein Ego, weil es nur den Geist aller gibt. Die Versagung, die Enthaltsamkeit ist der Ausdruck einer tief innerlichen Solidarität mit allen Enterbten und Gedemütigten, mit den Unterdrückten und Verfolgten, mit den Opfern der eigenen Maßlosigkeit. Ich behaupte, sagt Gandhi, wir seien alle Diebe, wenn wir Dinge annehmen, die nicht für unseren unmittelbaren Gebrauch notwendig sind. Es ist ein einfaches Grundgesetz der Natur, dass diese genug hervorbringt, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn niemand mehr nähme als seinen ihm gebührenden Anteil, dann gäbe es keine Armut in der Welt. Dann müsste nicht ein einziger Mensch Hungers sterben. Ich will niemanden seiner Habe berauben, aber was mein eigenes Leben betrifft, so wage ich selbst nicht mehr zu besitzen, als ich unbedingt brauche. Solange Millionen Menschen sich mit nur einer Mahlzeit am Tag begnügen müssen, haben wir nicht das Recht, selbst mehr Nahrung zu uns zu nehmen. Wir haben die Pflicht, eventuell freiwillig zu hungern, so lange, bis alle Armen verpflegt und bekleidet werden können. Die Askese beglückt die Erde. Die in Askese vereinigte Menschheit ist das Paradies auf Erden. Der Klima-Asket sage zu sich selbst, Gott hätte die Menschen erschaffen, auf dass sie Brüder und Schwestern seien. Der Sündenfall sei gewesen, dass die Menschen zu schachern begonnen hätten, nicht allein mit irdischen Gütern, sondern auch mit ihrem Gewissen, mit ihrer eigenen Seele und mit der Seele ihrer Nebenmenschen. Aus diesem Handel sei nun alles Übel erwachsen. Feindseligkeiten, Kriege, Blutvergießen, Hunger und Elend. Die Ursache aller dieser Übel sei aber der Reichtum, welchen nur der Böse brauche, während der Gute seiner entsage. Deshalb sei es die Pflicht der Menschen,
den unschuldigen Urzustand wiederherzustellen, wie er vor dem Entstehen des Handels, des Kapitalismus existiert habe. Die Wiederherstellung des Urzustandes ist der Great Reset, ein Umsturz, eine Revolution. Der jüngste Tag ist der Freedom Day. Der wird herbeigeführt durch glückliche Besitzlosigkeit, durch Askese. Herstellung der Klimagerechtigkeit ist Klassenkampf, denn der Böse zerstört die Welt, um sich zu bereichern. Die Grundlage einer gottgefälligen Weltordnung sei daher vor allem die Besitzlosigkeit. Alles, was Gott erschaffen hat, die Natur, ist das gemeinsame Gut aller, das jeder benutzen darf, der arbeitet. Arbeitsloses Einkommen ist ungerecht. Der Kampf für Gerechtigkeit ist Klassenkampf. Der Ungerechte ist der Klassenfeind. Ungerechtigkeit verursacht Ungleichheit und umgekehrt. Die Bezeichnung Nazi ist ein Kampfbegriff und heißt übersetzt Klassenfeind. Antifaschismus ist Klassenkampf. Klassenfeind ist jeder, der sich der klassenlosen Gesellschaft Menschheit entgegenstellt, ob bewusst oder dazu verleitet, benutzt. Der Klassenfeind bildet eine Klasse für sich. Es ist die Nazi-Faschistenklasse. Der Klassenfeind ist antikommunistisch, homophob, transphob, ausländerfeindlich, antisemitisch, nationalistisch oder religiöser Fundamentalist einer missionierenden Glaubensgemeinschaft. Wir verfolgen, erklärt Lenin, als Endziel die Beseitigung des Staates und somit jeder organisierten und systematischen Gewalt überhaupt. Der Staat wird völlig absterben können, wenn die Menschen sich so der Grundregeln ihres Zusammenlebens bewusst geworden sein werden, dass sie freiwillig ihren Fähigkeiten entsprechend arbeiten werden. Der Staat als eine Souveränität wird durch Internationalisierung aufgelöst. Die Weltregierung ist die Einheit der internationalisierten Staaten, die als aufgelöste Souveräne keinen Kriegsgrund mehr haben, der sich an der gegenseitigen Beschränkung der Freiheit ist gleich Macht eines Souveräns entzündet. Die Internationalisierung löst Einheiten auf, sodass sich alles mit allem vereinigt. Die Entgrenzten bilden zusammen einen Weltmarkt oder eine Weltgesundheitsorganisation, aber kein Imperium. Die planetare Gesundheit als Menschheitsaufgabe neutralisiert Konflikte, die entmoralisiert werden, indem ein Hauptthema, ein Menschheitsproblem mit Energie besetzt, geheiligt wird. Ein gemeinsames Handeln verbindet und entpolitisiert die internationalen Beziehungen. Weltpolitik ist eine Menschheitsaufgabe. Eine Menschheitsaufgabe geht alle Menschen an. Jeder wird zur Verantwortung gezogen. Jedem wird eine Pflicht auferlegt. Ohne zu zagen, ohne Zweifel und ohne Zögern nimmt der Klimaasket das Los jener auf sich, die die härtesten Entbehrungen leiden müssen, um durch freiwilliges Fasten die Schuld zu tilgen, mit welcher das den Armen aufgezwungene Fasten ist gleich Darben, sein Gewissen seelisch belastet. Das Leben ist eine Sühne dafür, geboren zu sein. Die Ethik des Klimaasketen sei, es wäre besser, nicht geboren zu sein, weil das eigene Leben ungerecht ist gegenüber den ungeborenen Leben. Geboren zu sein ist eine Ungerechtigkeit. Man ist unfreiwillig auf der Welt, doch man kann freiwillig gehen.
Man verzichtet auf das eigene Leben wegen der Würde der Ungeborenen. Man stirbt willig für die Zukunft der Ungeborenen. Die Überflüssigen opfern sich der Menschheit in einem Akt der Freiheit, weil sie die Angst vor dem Tod überwunden haben. Die wahre Angst vor dem Tod gilt der ungeborenen Menschheit. Der Wettergott ist über die Menschen erzürnt. Der Wettergott ist eine menschliche Erfindung. Das Wetter ist eine Technologie. Übeltäter haben das Wetter beschädigt. Die Klimazerstörer unterdrücken die Menschheit. Das schlechte Klima ist eine Knechtschaft. Das schlechte Klima ist eine Erscheinung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Klimapolitik ist eine Befreiung der Menschen von der Herrschaft über Menschen. Das Wettermachen und die Klimarettung muss in die Hände der Unterdrückten gelangen. Die Produktionsmittel des Privatkapitals erzeugen ein schlechtes Klima. Deshalb müssen sie vergesellschaftet, enteignet werden. Der Mensch ist frei, wenn er das Wetter gut macht. Die Befreiung von der Herrschaft ist eine Selbstentmachtung, weil Freiheit bedeutet Herrschaft über andere. Der Freie ist ein Herr. Der Herr ist ein Gott und der Menschengott ist der Feind der Menschheit. Ein bolschewikischer Revolutionär sagte: Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Religion mit der Verehrung verstorbener Vorfahren begonnen hat. Die Anbetung verstorbener Reicher bildet somit die Grundlage der Religion. Interessant ist der Umstand, dass das russische Wort für Gott für diesen Ursprung der Religion zeugt. Der Ausdruck Bog, Gott, stammt von derselben Wurzel wie das Wort Bohati, Reich. Gott ist also stark, mächtig und reich. Wie nennt man Gott noch? Man nennt ihn den Herrn. Das bedeutet Herr im Gegensatz zum Sklaven. Gott wird auch der Herrscher des Himmels genannt und alle anderen Beinamen Gottes, wie Gebieter und dergleichen, deuten in dieselbe Richtung. Gott ist also ein angeblich existierender, reicher, mächtiger Herr, ein Sklavenhalter, ein Beherrscher des Himmels, ein Richter, mit einem Wort eine genaue Kopie und Nachbildung irdischer Mächte. Der Glaube an Gott ist also eine Widerspiegelung der abscheulichen irdischen Verhältnisse, ist der Glaube an eine Sklaverei, die angeblich nicht nur auf Erden, sondern im ganzen Weltall existieren soll. Freiheit enthält in sich den Aberglauben an die eigene Göttlichkeit, Gott-Ebenbildlichkeit. In mir selbst muss der Herrgott ausgemerzt werden, damit ich dich von mir befreie. Meine Freiheit ist deine Unfreiheit, meine Göttlichkeit ist deine Versklavung. Ich muss auf meine Freiheit verzichten, so wie du auf deine, damit wir uns nicht gegenseitig beherrschen. Der Verzicht auf Freiheit ist eine Selbstläuterung durch das freiwillige Erdulden von Leiden. Jeder Mann muss bereit sein, sich selbst zu beherrschen, sich selbst zu unterdrücken, um den notwendigen Verzicht zu üben, der Schmerz bereitet. Man nimmt Entbehrungen auf sich, sogar den Tod, um niemand mit seiner Freiheit zu belasten, die eine Ungerechtigkeit ist. Die Befreiung von der Freiheit ist ein Opfer, dessen Vollzug Angst vor dem Tod macht. Die Befreiung von der Freiheit ist die Ethik des hinduistischen Ahimsa, des Nichttötens. Es ist verboten zu töten, ob Mensch oder Tier. Unsere Pflicht ist es, uns töten zu lassen, nicht aber selbst zu töten. Ahimsa bedeutet Vollkommenheit in der Unschuld. Gerechtigkeit ist Unschuld. Das Geborensein ist aber eine Schuld, für die bezahlt werden muss, durch Abtötung,
des Lebens Willens. Mahatma Gandhi sprach: Ist es recht von uns, mit offenen Augen die Lage zu erkennen und doch weiter Kinder zu zeugen? Vermehren wir dadurch nicht nur die Zahl der Sklaven und Schwächlinge, während wir selbst hilflos und krank sind und es bleiben? Nicht eher haben wir das Recht, Nachkommenschaft hervorzubringen, als bis Indien, als bis die Menschheit, ein freies Volk und fähig geworden ist, sich in Zeiten der Hungersnot selbst zu helfen und die Epidemien aus eigener Kraft zu überwinden. Gandhi erklärt, jede Nachricht von einer Geburt berühre ihn schmerzlich, denn Indien sei in seiner gegenwärtigen Lage nicht fähig, auch nur für die schon vorhandene Bevölkerung den nötigen Lebensunterhalt zu bieten. Der Mahatma predigt also, bis auf Weiteres keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, wobei er jedoch nicht künstliche Mittel, sondern nur die energische Selbstbeherrschung empfiehlt. Er will eine Einschränkung der Ehen und fordert von allen Ehegatten völlige geschlechtliche Enthaltsamkeit. Sein Programm bedeutet also nicht mehr und nicht weniger als die selbstgewählte, freiwillige Dezimierung des indischen Volkes. Meiner Meinung nach ist es gegenwärtig unsere Pflicht, auf das Hervorbringen von Erben unserer Sklaverei zu verzichten. Ich zweifle nicht im Mindesten, dass alle Ehegatten Indiens, die dem Lande wohlwollen und es dereinst von schönen und glücklichen Menschen bevölkert wissen wollen, vollständige Enthaltung üben und aufhören werden, in unserer Zeit und unter den bestehenden Verhältnissen Nachkommen zu zeugen. Wir Männer, sagt Gandhi, müssen uns alle schämen, solange es auch nur eine einzige Frau gibt, die wir der Begierde ausliefern. Ich möchte lieber die Menschheit aussterben sehen, als dass wir geringer würden wie Tiere, indem wir aus dem Edelsten, das Gott geschaffen, ein Werkzeug unserer Lüste machen. Von allen Übeln, für die der Mann verantwortlich ist, scheint mir keines zu entwürdigend, so abstoßend und so gemein wie dieser Missbrauch der einen, in meinen Augen besseren Hälfte der Menschheit. Das weibliche Geschlecht ist das edlere von den beiden, denn es verkörpert die Aufopferung, das schweigende Leiden, die Demut, den Glauben und das Wissen. Nach Gandhis Ansicht bedarf es vollständiger Enthaltsamkeit in Gedanken, Worten und Taten, um geistige Vollkommenheit zu erlangen. Die Ehe soll nur Mann und Frau einander geistig nähern und zu Freunden machen, ohne dass geschlechtliche Beziehungen diese Seelenharmonie beeinträchtigen. Wer sich aller Sinnenlust zu enthalten wisse, verliere jede Furcht vor dem Tode und scheide aus dem Leben mit einem Lächeln auf den Lippen. Wer so lebe und sterbe, sei ein wahrer Mensch. Von ihm allein dürfe gesagt werden, er habe sein Leben nicht vergeudet. Wer aber sein Leben bewahren will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Es gibt wohl keine eindrucksvollere Gegenüberstellung als das Gesetz zum Schutz der Menschenwürde und das Nürnberger Gesetz gegen Rassenschande, das gewissermaßen die Bill of Duties des Rassenstaates gewesen ist. Auf der Seite der Demokratie die unbedingte Hochschätzung des menschlichen Individuums, dem es zur Hauptverpflichtung gemacht wird, die Freiheit und die Würde des Nebenmenschen, nicht seine eigene, zu achten. Auf der Seite des Totalitärstaates der Eingriff in die privateste Sphäre des Individuums und seine Erniedrigung zu einem allerdings noch biologischen Teilchen
der totalitären Staatsmaschine. Das Individuum ist verantwortlich für die Freiheit und die Würde des anderen Menschen, dem es ein anderer Mensch ist. Die Würde des Menschen unterscheidet zwischen lebender und juristischer Person. Der juristischen Person stehen keine Menschenrechte zu und umgekehrt ist der lebende Mensch niemals als juristische Person zu betrachten, die also unter keinen Umständen vom Staat rechtlich annulliert werden darf. Ein lebender Mensch ist von der natürlichen Rechtsperson, von der Freiheit, Rechte zu haben, nur durch Mord zu trennen. Gefahr kommt daher, dass die Demokratien vor allem unter kapitalistischem Einfluss dazu neigen, der juristischen Person alle jene Rechte und Freiheiten zu gewähren, die allein dem Menschen als solchem und seiner Würde zukommen, da er und nur er und sicherlich keine einzige juristische Person, welcher Form immer, Kraft seiner Auflehnung gegen die Versklavungstendenzen der Institutionen die Demokratie geschaffen hat und infolgedessen nach wie vor deren einzige Basis darstellt. Es ist eine höchst unerlaubte Begriffsverwechslung, die wie jede durchaus geeignet ist, Kraft Verabsolutierung sich gegen ihren Erzeuger zu wenden, hier also gegen die Demokratie selber, denn die juristische Person steht der Institution sehr nahe, ist manchmal sogar eine solche. Und wenn sie mit Menschenrechten und Menschenfreiheit ausgestattet wird, so ist das eine Art Selbstbeschwindelung des demokratischen Anti-Institutionalismus und umso mehr ein Unfug, als sich mit der Transformierung von Riesenunternehmungen zu staatsbürgerlichen Riesen von hier aus einer der Wege zum kapitalistischen Faschismus eröffnet. Kurzum, die lebende Person ist in ihren staatsrechtlichen Freiheiten unantastbar. Die juristische Person besitzt keine dieser Freiheiten. Und wenn sie darum auch nicht vogelfrei ist, kann ihre Existenz nicht nur durch Strafen bei Gesetzesübertretungen, sondern auch durch andere gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt und sogar aufgehoben werden. Bloß die Strafbarkeit hat die juristische Person idealerweise mit der lebenden Person gemein. Hermann Broch. Die juristische Person ist ichlos. Sie unterscheidet sich nicht von sich selbst. Sie ist die Gleichheit der Rechtssubjekte. Der abstrakten Person gilt die Gleichheit vor dem Gesetz. Die Vergleichung aller zum Schutz der Menschenrechte ist permanente Revolution von oben. Freilich, jede Revolution von oben begegnet Misstrauen, wird als Trick der Institutionen, als Trick der Staatsgewalt aufgefasst, Hermann Broch. Die totalitäre Demokratie, sagt Hermann Broch, ist Evolution von oben, und zwar in der Richtung wachsender Humanität, wobei die Obrigkeit bestimmt, was Humanität bedeutet, was menschlich ist und was unmenschlich ist und deshalb abgewöhnt, verboten oder umerzogen werden muss, was ungezogen ist. Evolution von oben bedeutet, dass alles im Wandel ist, alles ist Übergang, alles ist vorläufig, unfertig, alles entwickelt sich. Die Vergangenheit ist nicht zu bewahren, sondern zu überwinden. Das Wesen des Fortschritts, der Evolution von oben, kommt einer Verurteilung der Väter gleich. Nieder mit den Vätern,
im Gegensatz zu der konterrevolutionären Devise »Ehret die Väter«. Fortschritt ist Selbstenterbung durch Selbstenteignung. An allem Eigentum hängt der Vater, das Patriarchat. Das Ziel des Fortschritts ist das Unfassbare, das sich ewig Entziehende, das Unerreichbare, das Ideal jenseits des Seins ist gleich das Gute. Das aber ist das Glück oder die Gesundheit der Menschheit, des Planeten. Die Klimademokratie ist eine totalitäre Demokratie im Gegensatz zum Totalitärstaat. Thomas Mann sagte in seiner Rundfunkrede »I am an American« am 8. Juni 1941, »Es besteht kein Grund, warum die Demokratie, die Obrigkeit, das Volk nicht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, sogar mit Propaganda, aufklären sollte, die übertreibt, schönfärbt, sogar lügt. Denn die Aufgabe der Demokratie ist heute wie eh und je, mehr denn je, die Zivilisation gegen die Barbarei zu verteidigen. Die Humanitätsverantwortung jeder wahrhaft demokratischen Regierung legitimiert sich an der Verhütung von Unheil. Der innere oder äußere Verbrechensangriff gehört zu solchem Unheil. Solange ein solches droht, dürfte es keine Regierung wagen, wegen der Gefährdung durch andere, mit Rücksicht auf die geforderte Entwaffnung des Henkers, Abschaffung, Verbot der Todesstrafe, nun auch mit einer Entwaffnung der Polizei oder der Armee vorzugehen, denn diese stehen für den demokratischen Staat ausschließlich im Dienst der Besiegung des Sieges, während Todesstrafe und Hinrichtung selber zu jenen magischen Siegen gehören, deren Verbrechenswahnsinn es zu besiegen gilt. Hermann Broch. Die Humanitätsverantwortung spricht sich in der Lebensregel des um das Jahr Null herum lebenden Rabbi Hillel aus. Tue nichts, was deinem Nächsten schädlich ist. Ein Mann, der für die Aufhebung der Todesstrafe ficht, also kämpft, verliert sein Interesse an der magischen Gerechtigkeit, ist gleich Wiedergutmachung durch Vergeltung. Und wenn er das Interesse an solcher Magie verliert, einmal verloren hat, dann wird er auch gegen die magisch-dämonische Siegpropaganda der Faschismen immun. Insbesondere wird ihm ihr antisemitisches Leitmotiv uninteressant werden. Kurzum, die faschistische Propaganda kann nur zu einem sehr geringen Teil direkt und rational bekämpft werden. Vielmehr muss die Demokratie aus sich selbst und ihren Humanitätsprinzipien heraus dem Siegwillen des Menschen neue Ziele setzen, deren Anstrebung indirekt und womöglich mit irrational, gefühlsmäßig wirkenden Mitteln die faschistische Siegpropaganda außer Kraft setzt. Man kann den Klimawandel nicht besiegen, aber man kann ihn bekämpfen. Die Verhinderung des Klimawandels fesselt den Siegwillen des Menschen. Es geht um die Umorientierung des Siegwillens. Und deshalb sind die hierfür erforderlichen Maßnahmen tunlichst nicht vom Staat selber zu treffen, da eben jede staatliche Maßnahme wesensgemäß geeignet ist, Opposition zu erwecken und dies seit eh und je getan hat, sondern es soll das Erforderliche dem Staate von seinen Bürgern, von deren Organisationen, von den Nichtregierungsorganisationen, NGO ist gleich Non-Government Organization, von Vereinen und Stiftungen,
etwa also von einer ihrer politischen Parteien aufgedrungen und sogar aufgezwungen werden. Die Bürger verlangen vom Staat Beschränkung ihrer Freiheit. Selbst der demokratischste Staat kann bloß bestehen, wenn es in ihm eine Gruppe gibt, die noch demokratischer als er selber ist. Ihre Propaganda ist sodann die eigentliche Propaganda der Demokratie, die den Siegwillen umorientiert, desorientiert, bekämpft, außer Kraft setzt, zersetzt. Der umorientierte Siegwille wird umgedreht, er wird Friedenswilligkeit, Versöhnungsbereitschaft. Dazwischen gibt es Abschwächungen oder Verstärkungen des jeweiligen Gegensatzes. Hermann Broch. In der totalitären Demokratie herrscht das Prinzip der Menschenrechte, das verlangt, dass jeder Bruch der Menschenrechte, von wem auch immer er begangen wird, unbedingt abgestellt und geahndet werden muss. In Verstößen gegen die Menschenrechte, gegen die Würde des Menschen, wird ein gemeines Verbrechen erkannt, weil die Demokratie eine Gesellschaftsform ist, die lehrt, dass alles durch, nichts gegen und nichts außerhalb der Menschlichkeit zu geschehen hat. Die Diktatur der Humanität auf der Basis eines Gesetzes zum Schutz der Menschenwürde ist die einzige Herrschaftsform, von der die Hoffnung für unser eigenes Leben ausgeht. The City of Man, 1940. A Declaration on World Democracy, issued by Herbert Agar, G.A. Borghese, Hermann Broch, Thomas Mann und andere. Das Prinzip der Menschenrechte rechtfertigt es, da es um die unmittelbare Rettung gefährdeter Nebenmenschen geht, von den Rettern Opfer zu verlangen, sich selbst zu gefährden. Alle Menschen sind als Solidargemeinschaft Retter gefährdeter Nebenmenschen oder selbst gefährdete Nebenmenschen. Alle Menschen sind in Gefahr, sowohl als Rettende als auch als Gefährdete. Die totalitäre Demokratie ist legitim diktatorisch, wie im Krieg, wo der Bürger als Soldat den Staat, die Demokratie verteidigt, durch Tötung und getötet werden. Der Staat ist die mit Schutz beauftragte Macht. Der Auftrag ist die Legitimität der Gewalt. Ein Totalitärstaat bringt dem Klimagott Menschenopfer durch Hungersnot, durch Euthanasie, durch Geburtenregelung. Die totalitäre Demokratie verlangt Solidarität bis zur Selbstaufgabe. Die totalitäre Demokratie übt Gerechtigkeit, indem sie Gleichheit herstellt zwischen den Menschen, wobei sich die Gleichgestellten ungerecht behandelt fühlen können, weil die Vergleichung eine Masse von Idioten erzeugt, wobei Idiotie Unwissenheit und dadurch Unverständlichkeit bedeutet. Die Idioten verstehen sich selbst nicht, sie verstehen sich nicht einmal falsch. Die Herstellung der Gleichheit verweigert sich der Gerechtigkeit als Vergeltung. Die Ungerechtigkeit aus Ungleichheit, aus Mangel an Solidarität, ist ein Menschenopfer, das diejenigen der Gottheit zu geben verlangen, die nicht verzichten wollen. Wer nicht verzichten will, opfert Menschen und das ist ein Bruch der Menschenrechte. Der Verzicht aus dem Gewissen heraus ist die Würde des Menschen. Das Menschenopfer ist inhuman. Der Humanitätsbegriff wird bewusst als Gegensatz zu allem Heidnischen gefasst. Mit anderen Worten, das Judentum wurde sich seiner selbst als Gegensatz zu allem Heidnischen bewusst und dies geschah in der Erleuchtung des Urvaters Abraham, da Gott ihm gestattete, den Widder anstatt des Sohnes Isaak zu opfern. Von diesem Augenblick an hatte sich das Judentum endgültig der Humanität zugekehrt und sich vom Heidentum, das es mit Menschenopfer identifizierte, für ewig geschieden. Hermann Broch.
Das Gebot, du sollst nicht töten, ist das höchste Verbot der westlichen Werte, denn die Tötung des anderen verletzt den höchsten Wert, die Würde des Menschen. Klimaungerechtigkeit tötet. Die Opfer werden dem Klimagott zugerechnet. Klimaungerechtigkeit ist inhuman. Inhumanität ist Heidentum. Die Klimademokratie, die totalitäre Demokratie, ist die Diktatur der Humanität. Und diese ist eine Anarchie, insofern ein Menschenleben den Menschenrechten geopfert werden kann. Die totalitäre Demokratie überwacht die bösen Menschen, den Klassenfeind, den Staatsfeind, den Sozialschädling, den Menschenfeind. Die guten Menschen sind zu einer Herrschaft oder Kontrolle über die Bösen befugt, weil die guten Menschen den Menschen für gut halten. Böse Menschen sind Unmenschen. Die totalitäre Demokratie schützt sich vor den Unmenschen. Die Überwindung der Klimakrise ist die Bedingung der Möglichkeit des Himmels auf Erden. Die Klimakrise überdauert Generationen von Menschen. Die Überwindung dauert eine Ewigkeit. Die Überwindung der Klimakrise bedeutet ein Leben nach dem Tod, als Weiterleben der Menschheit. Das ewige Leben verlangt den Verzicht auf persönliche Freiheit, auf Grundrechte, die einem höheren Recht untergeordnet werden. Der Klimaaktivismus als Diesseitsaktivismus ist der Weg zum Glück der Menschheit, die sich sonst selbst zerstört. Klimaaktivismus rettet die Menschheit vor sich selbst. Grund der Gefahr ist die Verurteilung des Menschen zur Freiheit. Der Mensch muss die Freiheit überwinden. Die Wahl zwischen Gut und Böse ist egoistisch, selbstbezogen. Das eigene ist das Gute, das Fremde ist das Böse. Deshalb besteht das Glück der Menschheit in der Diktatur der Guten über die Bösen, die sich selbst das eigene nicht als Böse zu erkennen vermögen. Die Diktatur der Humanität entmündigt die Regierten, weil sie nicht in der Lage sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Die Gewissensfreiheit ist eine Willkür. Die Gewissensfreiheit gefährdet die Gesellschaft. Die Entscheidungsgrundlage für das eigene Handeln liefert die Moral des Probabilismus. Es gibt keine Wahrheit, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Im Zweifelsfall darf gegen das Gesetz gehandelt werden, wenn das Gewissen eine Wahrscheinlichkeit bejaht und eine andere verneint. Der Probabilismus der Diktatur der Humanität verlangt aber eine Absetzung des Gewissens als Instanz der Entscheidung. Man muss gegen sein Gewissen handeln können. Nicht jede Handlung ist dadurch gerechtfertigt, dass sich das Gewissen sträubt. Aber das gute Gewissen, der gute Glauben oder der Zweifel sind kein Kriterium für eine Entscheidung. Die Entscheidung ist unpersönlich, gewissenlos, objektiv. Auf das eigene Urteil wird verzichtet, um einer anerkannten Autorität folgen zu können. Es genügt zur Probabilität einer Meinung, wenn irgendeine anerkannte Autorität diese Meinung vertritt, empfiehlt, die deshalb niemals hinterfragt werden darf. Eine Meinung ist wahrscheinlich wahr, probabil. Der Probabilismus billigt eine Meinung als wahr, etwas wird anerkannt, weil der Sprecher anerkannt ist. Der anerkannte Sprecher ist eine Autorität. Die Diktatur des Humanismus ist die Richtlinienkompetenz der autoritären Autorität, die eine Wahrscheinlichkeit ist gleich eine Meinung als einzige Wahrheit definiert. Die Diktatur des Humanismus ist eine Diktatur der Wahrheit. Die Wahrheit wird ausgerechnet durch Computermodelle. Die Wahrheit wird technologisch fabriziert. Die Wahrheit ist das Ergebnis einer Wahrscheinlichkeitsrechnung,
die einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit in einer Formel verrechnet. Der Ausschnitt ergibt sich mindestens aus dem Fehlen der Allwissenheit. Das Gewissen muss sich selbst überwinden, entmündigen, um einer Wahrscheinlichkeit, die ihm widerspricht, Wahrheit zuzubilligen. Die Billigung ergibt sich aus der Autorität der Autorität, die den Zweifel, ob eine Handlung aus Gründen einer wahrscheinlichen Meinung gut oder böse ist, ausschaltet. Etwas ist wahrscheinlich gut, wenn es einer Wahrscheinlichkeit entspricht. So produziert die Diktatur der Humanität gute Menschen. Trotzki verkündete: Mögen uns die Pfaffen aller Religionsbekenntnisse, was immer von dem Paradies in einer jenseitigen Welt erzählen. Wir erklären, dass wir dem Menschengeschlecht ein wirkliches Paradies auf dieser Erde schaffen wollen. Dieses große Ideal dürfen wir auch nicht eine Stunde lang ernstlich aus dem Auge verlieren. Es ist das höchste Ziel, nach welchem die Menschheit je gestrebt hat, und in ihm wird alles Schönste und Edelste der alten Glaubensbekenntnisse sich vereinigen und verkörpern. Das Paradies auf Erden als Friedensreich ist ein zeitloser Traum. Der im Jahre 1797 verstorbene Arzt Jehuda Gurwitsch aus Wilna ließ den Aufruf laut werden, man möge endlich von der nationalen Abgeschlossenheit zur allgemeinen Brüderschaft und von den alttestamentarischen Überlieferungen zu anderen sozialen Grundlagen übergehen. Zur Verstärkung gegenseitigen Hasses haben die Menschen unzählige Religionen erdacht, die befehlen, dass die Menschen irgendeiner Gewohnheit oder einem Ritual zuliebe in den Krieg ziehen und Staaten und Völker zugrunde richten sollen. Oh, wenn doch die Menschen sich in einer Religion der Brüderlichkeit und der Liebe einigen könnten. Leo Trepp referiert Leo Beck. Am Ende der Tage, wenn alle Polaritäten ihre Einung finden, wodurch dann die Zeit um ist, bleibt nur die gemeinsame Entfaltung aller Menschen im Geheimnis und Gebot, das heißt das Judentum. Aber der Bund Jahwes mit Israel ist in Wirklichkeit ein Bund mit der Menschheit. Sieht die Menschheit ihr Leben als Gebot, so wird sie zusammen mit Israel Gott antworten. Gott ist eine Wahrscheinlichkeit in Ewigkeit, außer für diejenigen, denen er sich offenbart. Die Offenbarung ist der Grenzfall, in dem die Wahrscheinlichkeit in völlige, absolute Gewissheit übergeht. Die absolute Gewissheit, die Unfehlbarkeit, ist die Autorität der Autorität. Wer ohne Gewissheit über die Folgen seiner Handlung handelt, der handelt gewissenlos und ist schon böse und braucht deshalb Orientierung, um zwar nicht wissend, trotzdem richtig zu handeln. Wenn mein Handeln eine kosmische Auswirkung hat, kann mir nur der Kosmologe helfen. Die Diktatur der Humanität ist ein Priestertum. Der Priester ist eine Autorität in den letzten Dingen.